Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier beim 50. Part, glaube ich, von Elden Ring. Und wenn das nicht mal nach einem Abonnement und einem Daumen nach oben schreit, dann weiß ich auch nicht, dieses Durchhaltevermögen hier. Und wir wollen jetzt mal den Boss hier angucken. Da muss ich nur ganz kurz wieder ins Spiel schalten und einmal mit der linken Maustaste schlagen. Ihr kennt das Prozedere. So, jetzt kann ich wieder schlagen, ne? Gut. Ich glaube, wir werden sterben. Wir hätten auch ein Level in der Tasche, aber wir kriegen es ja wieder. Ohne Gefahr. Trotzdem einmal gucken. Vielleicht besiegen wir ihn auch sehr schnell. Oh mein Gott! Aber der ist ja nicht so schwer. Gut, ohne Pferd diesmal. Das könnte gefährlich sein. Ja, das könnte gefährlich werden, aber er ist halt... Ah, er hat auch Magie. Okay, er hat die Schwerter. Aua, die Schwerter treffen trotzdem. Selbst wenn man ausweicht. Eieiei, der macht ordentlich Schaden. Der ist ein bisschen heftiger, glaube ich. Das war mein Tod. Hätte heilen sollen. Passiert. Ja, ich habe die Riesen halt uns. Oder die Trolle. Ich sage immer Riesen, aber das ist eigentlich falsch. Ich habe die Trolle noch nie, zu Fuß, glaube ich, erledigt, glaube ich. Und zusammen kann man halt hier nichts. Und man fährt auch nicht. Hi, Leroy. Bin ich eigentlich zweihändig? Ich hab das... Oh. Doch. Ich bin zweihändig, gut. Natürlich erstmal daneben, zweimal daneben. Hätte es auch anders sein sollen. Das Problem ist, mein Schwertattacke hat dann sehr, sehr lange Zeit, die es braucht, bis sie zuschlägt, bis ich wieder rollen kann. Das ist halt echt übel. Okay, der dritte Schlag war zu viel, muss ich mal merken. Diesmal war der zweite Schlag zu viel, okay. Also immer nur ein Schlag. Zu lange. Moment. Ich buff mich hoch. Ich muss heilen. Nein. Nein, 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 nein. Der zweite Schlag war wieder leider in meinem Schlag gedrückt, deswegen hat er den wieder ausgeführt. Kann ich nicht. Man kann die Animation nicht mit dem Roll skippen. Geht nicht. Du committest dich zum Schlag. Das ist Dark Souls. Schlägst du zu, musst du damit leben, dass du eine Animation abzuspielen hast. Das gehört dazu. Wenn man mit so einem großen Schwert spielt. Okay, Moment, ich buff mich jetzt sofort.
One-Hit-Death. Trotz Buff. Na gut, noch ein Tod. Aber den kriege ich hin. Auch wenn ich mich sehr dumm anstelle, aber ich könnte auch einfach ein leichteres Schwert ausrüsten, aber... Scheiße. Fuck it. Ich hasse diese Schwerter. Down ist er. Huh. Den Zauber, den er benutzt hat, habe ich jetzt bekommen. Nice. Puh. Huh. Der ist gar nicht so einfach gewesen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz die interaktive Karte wieder öffnen, um zu gucken, ob hier noch was im Norden in die Richtung ist. Nicht wirklich, ne? Warte mal. Doch, nee. Ja, warte, die Ruinen habe ich, genau, die königlichen Ruinen. Da gibt es hier noch einen Turm irgendwie oder sowas, glaube ich. Und dann gibt es hier oben auch noch Bonfire, aber da oben komme ich, glaube ich, erst hin, wenn ich das hier erledigt habe. Wenn wir im Anwesen von Karia unterwegs waren, aber das ist auch sehr, sehr hart da oben. Aber wir wollen mal ganz kurz zum nächsten Grace. Um zu leveln. Das Level abhole ich mir. Ja, sing du mal schön. Fledermäuse, die singen. So. Puh. Stufenaufstieg. Wir machen immer noch mehr Stärke.
Weil wir bald Konditionen brauchen werden. Aber die 6 Level muss ich noch machen. Das gehört leider noch dazu, das müssen wir machen. Dann kann ich das Ding nämlich einhändig tragen. Das Krasse am einhändig tragen ist dann, ich kann dann Folgendes machen. Ich zeige euch das mal ganz krass, was ich dann machen kann. Vorausgesetzt, ich mache da noch ein bisschen Ausdauer hoch. Dann kann ich Folgendes machen. Das hier. Ich würde sagen, das ist ganz schön mächtig, oder? Aber auch sehr langsam, aber auch sehr mächtig. Wie skaliert das Schwert jetzt eigentlich? Plus 122. Das ist schon ganz nett. Das ist schon ganz nett. Okay, das Siegelgefängnis haben wir erledigt. Es gibt, glaube ich, hier unten noch ein Siegelgefängnis. Ich glaube, das ist das hier oben, ne? Da komme ich noch nicht hin, leider. Da komme ich leider noch nicht hin. Beim besten Willen nicht. Es gibt noch das Anwesen, was wir machen können. Es gibt hier oben noch das, aber das haben wir ja schon. Da waren wir schon. Aber ob wir da alles gemacht haben, ist natürlich die andere Frage. Hier gab es auch noch den Turm. Das ist aber echt ein komisches Rätsel, muss ich sagen. Hier die Ruinen, Dorf der rasenden Flamme haben wir gemacht. Den Baum haben wir auch erledigt. Aber angeblich gibt es hier auch noch ein Grace, was ich nicht habe. Und okay. Moment. Doch, das habe ich hier. Aber das hier unten gibt es wohl noch ein Grace, was ich nicht habe. Und hier gibt es wohl auch ein Grace, was ich nicht habe. Kann es sein, dass das die unterirdischen Dinger sind? Nee. Okay. Also hier haben wir noch ein paar Grays nicht. Außerdem gibt es hier wohl noch eine Höhle. Es kann sein, dass die Höhle dann unten drunter ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass dieses Wahnsinnsauge wieder da ist. Aber wir können ja mal gucken, ob es noch da ist oder ob es jetzt weg ist. Können wir ganz kurz hier hingehen. Wir müssen eh noch zum großen Turm nachher. Wir müssen unsere große Rune ermächtigen. Das wird auch noch lustig, weil der Turm war ja schon echt heftig. Vielleicht bin ich da mittlerweile ein bisschen besser gewappnet. Wir müssen noch später noch Bosse in der ersten Region noch erledigen. Die wir zuletzt ausgelassen haben. Ich weiß nur leider nicht mehr, welche das genau waren. Das ist das Problem. Ich muss mir vielleicht mal meine alten Parts angucken und da mal quasi analysieren, welche Bosse da noch gefehlt hatten. Also vor allem die Katakomben-Bosse, da weiß ich halt nicht. Die anderen kann man ja kurz ablaufen. Da sieht man ja, ob das Siegel leuchtet oder nicht. Daran erkennt man dann ja, ob der noch da ist. Aber, ja. Ist der Riese jetzt eigentlich wieder da hinten? Oder ist der Riese, bleibt er weg? Ich bin mal gespannt, ob ich die jetzt mit One-Hit töten kann. Mit einem Aufwärtsschlag? Nee. Das wird noch ein bisschen dauern. Ah, ich mach gut Schaden. Und hier kann man ordentlich farmen. Der Riese ist weg, okay. Und hier soll irgendwo ein Grace sein. Was ich nicht gesehen habe. Ruckel, 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 ruckel. Ja, aber es soll genau hier vor sein. Laut dem Ding genau hier, wo ich jetzt stehe. Ja. Ziemlich genau. Oder die meinen das hier oben. Moment. Es ist halt immer so ein bisschen komisch mit dieser interaktiven Karte. Aber habe ich das wirklich hier oben verpasst? Oder bin ich einfach dran vorbeigeritten, weil ich dachte, ich habe das schon oder so? Kann das wirklich sein? Sie hat auch kein Leuchten. Ach, da, da. Da ist es. Und das habe ich verpasst. Unfassbar. Tatsächlich. Das haben wir verpasst. Okay. Das Camp haben wir schon mal gemacht da vorne. Hier gibt es aber noch Ruinen. Ich nicht entdeckt habe, tatsächlich. Was ich alles nicht entdeckt habe, teilweise. Das ist schon krass. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass ich hier noch so viele Sachen nicht entdeckt habe. Also ich glaube, hier drin war schon im Camp. Und nee, boah, ist richtig. Du kannst mit der Rolle Schaden verhindern, zum Beispiel, weil du hast Iframes, aber du
kannst aus dem Angriff nicht einfach eine Rolle machen. So ab weiß ich nicht, ab 70% des Angriffs vielleicht, aber du kannst vorher nicht canceln. Es gibt kein Animation Canceling. Es gibt hier kein X-Bucketing. Gut, gibt's in Sea of Thieves auch nicht mehr. Das ist gefixt. Endlich. Weiß ich nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das ist jetzt gefixt in Sea of Thieves. Es gibt kein X-Canceling mehr. Alle Sea of Thieves-Spieler atmen auf. Irgendwie hier im Süden soll das jetzt sein. Ganz weird. Kann es sein, dass die da unten sind, die Ruinen oder so? Ich habe keine Ahnung. Hier sollen Ruinen sein, genau da, wo ich jetzt gerade bin. Kann es sein, dass das unterirdische Ruinen sind oder sowas? Dass das hier unten irgendwie ist. Da unten, doch, da unten sind Ruinen, da unten, aber... Dann meinen die bestimmt die, oder? Ah ne, warte, ich sehe gerade... Nee. Wobei, das könnten doch die sein, aber... Da oben, bei der Kapelle da oben soll das sein. Noch eine Ebene höher. Oder hier hinten drumherum, das kann auch sein, aber schauen wir mal. Diese riesigen Kampfdinger da, ich krieg die nicht kaputt. Echt nicht. Also, vielleicht mit dem Pferd. Aber die sind halt echt nervig, die Viecher. Geben bestimmt aber auch gut Runen. Bestimmt über 1000. Für so einen Kill. Also kann man bestimmt gut farmen, wenn man dann mal eine Taktik raus hat. Aber die habe ich halt noch nicht raus, das ist das Problem. Hier drüben waren wir, glaube ich, noch nie hergeritten. Das kann sein, ja. Aber hier ist nichts, oder? Hier ist nur Sackgasse. Ah. Gut, da unten sind auch noch kleine Inseln. Ich weiß nicht, ob ich bei den kleinen Inseln schon war. Das kann ich halt jetzt nicht sagen. An sowas erinnere ich mich nicht. Ja, und ich drücke mich gerade einfach nur davor, dass wir zu Laendale, der königlichen Hauptstadt, gehen. Aber wir haben hier eh schon einen Port dahin und ich würde den Riesen ganz gerne mal machen da. Weil ich glaube, mittlerweile sind wir deutlich stärker. Ich glaube, im Part 11 war ich das erste Mal in der großen königlichen Hauptstadt. Und zwar mit dem Port. Ganz im Süden der Map. War ich da schon mal hin und da können wir ja eigentlich wieder hin. War hier nicht ein Invade, was ich nicht geschafft hatte? Ich glaube schon, wobei ich bin mir nicht sicher. Der zweite Krieg von Nathan hat, das hatten wir schon mal. War das nicht die eine, wo wir hingeportet wurden? Ja, genau, okay, das war das, wo wir hingeportet wurden. Und hier sollen noch Ruinen sein in der Nähe. Irgendwie sollen hier noch ein Ruinending sein. Es kann sein, dass es natürlich unten runter ist, aber... Ja, ich glaube, die meinen, dass da unten kann das sein. Ich bin mir sehr unsicher, was die da meinen. Ich kann einmal ganz kurz gucken, wie die Ruinen heißen. Das sind die Ul-Palast-Ruinen. Ich glaube wirklich, ganz ehrlich, das ist unterirdisch. Das soll hier vorne sein, genau hier. Und da ist nun wirklich... Hier sind nun wirklich keine Ruinen. Hier. Hier sollen die Ruinen sein. Ah, noch ein bisschen weiter nach oben hier, aber... Hier sind ja keine Ruinen. Beim besten Willen nicht. Was ich mich frage, ist das Wahnsinnsauge noch da? Das ist halt für mich eine entscheidende Frage. Ich hoffe nicht. Sonst ist halt echt wieder nervig, dahin zu reiten und das zu machen. Aber ich kann mir gut vorstellen, angesichts dessen, dass es halt ein Spiel von From Software ist, dass das Ding immer wieder kommt. Dass man es immer wieder besiegen muss, leider. Oh. Die halten doch leider noch über einen Schlag raus. Ich dachte, ich wäre mittlerweile weiter, dass ich die mit einem Schlag töten kann. Problem ist, da ist natürlich auch noch irgendein Magier mit magischen Pfeilen und sowas. Gar keinen Bock auf den. Aber wir müssten das Gebiet hier trotzdem mal machen. Ich höre schon wieder das Auge, glaube ich. Ah ne, das ist die Schildkröte. Da ist noch alles gut gerade. Wow. Wow, das tat weh. Alter, wieso trifft er mich jetzt die ganze Zeit? Natürlich mehrere Pfeile auf einmal.
Ich kann nicht mal angreifen, weil die mich sofort treffen. Ja. Ich kann nichts mehr machen. Ich bin tot. Jupp, ich kann nichts mehr tun. Heilung. Ich habe gerade eben aus Versehen 2 getrunken. Boah, war das hart. Die geben nur 180 Runen. Das ist echt nicht viel, was die einem geben. Aber hier ist ein Grace, was ich nicht entdeckt hatte. Schau mal eine an. Also in der Hinsicht hat es sich schon mal gelohnt. Neues Grace entdeckt. Ah, das ist hier echt ein hartes Gebiet. Wenn ich mich jetzt hier ransetze, dann würde ich schnell wieder sterben. Wegen den ganzen Bogenschützen. Aber ich würde mich hier in dem Gebiet gerne noch umsehen. Da gibt es bestimmt noch Blut. Hier gibt es bestimmt noch tolle Sachen und so zu entdecken. Jetzt wollen wir endlich mal ein bisschen Ruhe hier haben. Uns hier auch mal umzusehen. Vorerst. Ich habe natürlich bestimmt noch mehr Gegner. Diese Ruinen sind halt auch schon sehr, sehr beeindruckend hier. Die ganzen Statuen und allem. Ja, ja, meh, meh. Man würde meinen, dass hier hinten auch noch irgendwas ist, aber ist es nicht. Und dass man hier irgendwo an den Statuen irgendwas finden würde, aber hier ist auch nichts. Das Gebiet ist echt verdammt leer, oder? Ich habe das alles schon mitgenommen beim letzten Durchgang. Aber war ich wirklich so schnell dabei und habe das alles mitnehmen können bei den ganzen Bogenschützen? Ich bezweifle es irgendwie bei den ganzen Fallen, die mich gerade eben gejagt haben. Dass ich da einfach schon alles geholt habe, was es hier zu holen gibt. Irgendwie bezweifle ich das. Aber wer weiß. Wir haben auf jeden Fall das Grace, das ist schon mal schön. Aber hier ist auch nichts mehr. Hier sind nur jede Menge Tote. Jede Menge Tote. Statuen und sowas. Und ich weiß, dass es hier unten ja auch noch was gab. Aber das war glaube ich nur der... Ah, da liegt noch Loot. Rasender Flammenstein, okay. Hier war ich ja schon lang gegangen. Da war ja die Katakomben. Da war ich schon. Der Angriff ist hier oben. Achso, das habe ich schon. Okay, und hier unten soll eine Höhle sein, wo dieses Symbol ist. Da muss man natürlich wieder runterspringen. Aber mich interessiert gerade, ob wir neben der Schildkröte, weil wir da durch sind, ob da wieder dieses Auge ist. Der Rhinotino hat das Auge von Sauron genannt. Wobei ich sagen muss, ganz so sieht es halt nicht aus, aber es ist schon ähnlich, weiß ich ja genauso. Also, ja gut. Das Auge von Sauron, das lässt deine Hoffnung schwinden. Hier wirst du einfach wahnsinnig und stirbst. Also in der Hinsicht hat es leider mehr von Cthulhu. Das Auge von Cthulhu quasi. Oh nein. Oh nein. Hör auf. Geh weg. Ich will nur ganz kurz durchreiten. Ist noch ein Item, aber bestimmt auch ganz viele Gegner, die jetzt spawnen. Oh, Bär. Tschüss.
das wieder eine Schildkröte oder ist das was anderes, was hier gerade das Dong macht? Hört sich irgendwie an, als wäre das was anderes, aber... Oder unten ist die Straße, da will ich ganz erst recht nicht hin. Da will ich erst recht nicht hin. Der Bär ist weg, ne? Wunderbar. Okay, da müssen wir wirklich da runter, um da hinzukommen. Ich muss mal ganz kurz gucken, was es hier vielleicht noch so gibt. Es gibt wohl in dem verrückten Dorf, gibt es, glaube ich, auch in der Nähe wohl ein Grace. Irgendwo... Ah, das habe ich tatsächlich hier. Ja, Dorf der Rasende, genau, da war ich, okay. Das habe ich. Das Village habe ich auch. Und sonst gibt es hier scheinbar nicht viel. Aber ich würde gerne wissen, ob das Auge wieder da ist. Das würde ich halt wirklich gerne wissen. Oder ob das Auge für immer wegbleibt. Wenn man es einmal geklärt hat. Man musste ja auch alle Gegner töten, die da standen, und damit es weg ist. Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass das Auge jetzt wegbleibt. Selbst wenn die Gegner dann auch stehen sollten, weil die respawned sind, vielleicht bleibt das Auge ja trotzdem weg. Das wäre schön. Da würde ich mich sehr freuen. Und wenn nicht, dann habe ich halt ein Problemchen. Dann ist das so. Das ist ein Bogenschütze. Der hat einen Köcher am Rücken. Das ist kein Bogenschütze. Oder? Ach, die haben alle Köcher am Rücken. Die können alle Bogen schießen, glaube ich. So. Aua. Okay, das tat weh. Das ist nicht gut. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Okay. Plötze, komm wieder her. Oh mein Gott, natürlich. Natürlich haut er mich tot. Jetzt kommt ein Bogenschuss. Ich sag's jetzt. Okay, kam nicht. Glück gehabt. Okay, langsam sind sie tot. Dauert nicht mehr lang. Tot sind sie. So. Puh, bisschen Ruhe hier. Ich glaube, ich höre das Auge wieder. Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ui, fast da runtergesprungen, das wäre nicht so gut gewesen. Ach stimmt, das war doch der Weg, wo ich diesen komischen Jump gemacht habe. Naja, ja, ich erinnere mich. Um mich da hoch zu cheaten. Was eigentlich, glaube ich, nicht gewollt ist vom Spiel, dass man das macht. Sich hier drauf zu stellen, dann hier rüber und dann darüber zu kommen. Ich glaube, das war nicht gewollt von dem Spiel. Moment, das dauert ein bisschen. Ups. Genau das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Fast. Ey, Plötze, was ist los mit dir? Warum springst du nicht mehr? Plötze will nicht mehr springen. Ach komm. Plötze. Ich will nur wissen, ob das Auge da oben noch da ist. Ach komm, als ob.
ob das nicht klappt. Das hat ja schon mal geklappt. Geht doch. Dann schauen wir mal, ob das Auge noch da ist. Das war ruckel gewesen gerade. Ich werde nicht damit gerechnet, dass wir jetzt Szene, also den Ort wechseln so schnell. So, ist das Wahnsinnsauge noch da? Nee, ne? Ja, ich glaube, das ist weg. Das war doch das hier, oder? Ich glaube schon. Das ist für immer weg. Das ist schön. Und die Ratten sind noch hier, die wahnsinnig sind. Scheint so, als wäre das Ding hier weg. Das ist wohl ein geheimer Weg hier runter, kann das sein? Um zur Hauptstadt zu kommen. Kann das, dass das ein geheimer Weg ist? Weil da vorne ist direkt der Eingang. Ich glaube, das ist ein geheimer Weg da rein, ja. Und das war der Weg, wo man hoch sollte, genau, aber... Hier hoch, aber... Das kann man auch als Geheimweg da rein nutzen, ne? Das ist ja das Lustige. Aber zur Hauptstadt gehen wir jetzt noch nicht, Sehr baldig, aber noch nicht jetzt. Auch wenn es eigentlich das nächste Questziel ist, aber wir haben noch so einiges zu erledigen hier. Was ist eigentlich hier unten so alles los? Ist hier noch irgendwas zu finden? Ich glaube nicht, aber man kann ja mal schauen, ganz kurz. Laut Karte ist hier nichts, aber das heißt ja nichts. Wir haben ja schon heute Sachen entdeckt, die nicht auf der Karte eingezeichnet waren. Die interaktive Karte ist auch nicht endlos wissend. Was passiert, wenn wir jetzt hier eigentlich davor gehen? Kommt da wieder das... Ne, das war doch Katapult. So nach können die mit den Katapulten schießen. Ich glaube, hier kommen wir einfach rein jetzt. Wenn wir das wollen. Vorausgesetzt, da kommt kein Boss oder so, aber rein prinzipiell, Drachenwundenfett, rein prinzipiell können wir jetzt einfach zum großen Aufzug. Und da vorne ist auch ein Grace, das heißt, eigentlich sollte das keine Gefahr sein. Hier schon mal das Grace zu holen zumindest. Nice. Das ging doch ganz gut. Ist dort, irgendwo, ein weiterer Pfad, der zurück zum Fuße des Erdenbaums führt. Ein uralter Tunnel. Es gibt einen uralten Tunnel in diese Richtung, oder was? Ich nehme an, über das Anwesen kann das sein. Das ist so ungefähr die Richtung des Anwesens. Guck mal, welche Richtung er guckt, wenn ich jetzt auf der Karte gucke. Ah ne, da! Ah, das ist der Weg, wo man an dem Ding hier vorbei kann zum nächsten Gebiet. Wenn man das nicht machen möchte. Das ist die Höhle da oben. Okay, ich verstehe. Na gut, dann weiß ich das auch schon mal. Ich guck mal ganz kurz noch, während dieses Parts, ganz kurz auf der Karte, wo wir noch so hin müssten. Wir müssen noch zu einer Höhle, zu zwei Höhlen müssen wir noch. Tatsächlich. Da müssen wir noch das Gebiet da oben erkunden. Da ist auch noch ein Royal Grave Evergale, also so ein Gefängnis wieder. Da müssten wir noch einmal den Brunnen hinabsteigen und dann haben wir es aber glaube ich schon fast. Würde ich fast behaupten. Ja, was ich mal ganz kurz gucken wollte, hier im ersten Gebiet, da waren wir aber auch schon. Guten Abend, Lady. Heiligenbrücke, aber hier oben waren wir noch nicht in der... Hier ist noch ein Cave. Hier ist noch ein Cave, da können wir auch noch hin. Das müssen wir auch noch machen. So, aber sonst ist noch irgendwas, was ich nicht gemacht habe. Ich weiß es nicht, es ist echt schwer zu sagen. Ich glaube, dieses Gefängnis haben wir noch nicht gemacht, oder? Sieht man das, wenn das abgeschlossen ist? Nee, ne? Da gibt es keinen Unterschied. Hier ist auch noch eine Höhle, die ich nicht gemacht habe, tatsächlich. Hier ist irgendwo eine Höhle. Die habe ich auch noch nicht gemacht. Unfassbar. Tja, müssen wir nochmal gucken. Hier waren wir drin. Hier ist auch noch irgendwie eine Kapelle. Und das, hier ist ein Dorf, wo wir noch nicht waren. Da müssen wir auch nochmal ganz kurz hin. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd, weil wir sind jetzt überlevelt, aber... Das passiert halt schon mal, ne? Naja, so Sachen passieren. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.